Die Vergangenheit ist nicht verloren. Die Vergangenheit lebt in uns weiter. Kodiert in der Doppelhelix verbergen sich die Erinnerungen unserer Vorfahren. Nach 3 Jahrzehnten der Forschung haben unsere Ingenieure das modernste biotechnologische Interface geschaffen. Helix ist nun bereit, Ihnen die wichtigsten Momente der Weltgeschichte per Knopfdruck in Ihr Wohnzimmer zu bringen. Das ist die total immersive Unterhaltung. Die wichtigsten Momente der Weltgeschichte stehen Ihnen nun per Knopfdruck zur Verfügung und kommen zu Ihnen nach Hause. Willkommen bei Helix, wo die Geschichte Ihr Spielplatz ist. Und damit herzlich willkommen zu Assassin's Creed Unity. Ja, ich habe lange, lange überlegt, ob ich diesen Titel überhaupt kaufen soll, spielen soll und dann auch zeigen soll. Zum einen aus dem Grund, da ich ja schon den 4. Teil, den Black Flag, komplett ausgelassen hatte in der Reihe. Bisher habe ich nur den 2. Teil von Assassin's Creed und den 3. in Amerika kennengelernt und habe auch noch mit der Evelyn gespielt in Liberation. Davon habe ich ja auch ein kurzes angespielt gezeigt. Ein Let's Try. Und diesmal, da ich ja nun wirklich sehr wenig Zeit habe in den letzten Monaten eigentlich, habe ich mir gedacht, mache ich jetzt auch wieder ein Let's Try draus. Das heißt, ich werde es wahrscheinlich so ähnlich machen wie bei Alien Isolation. Da wollte ich ja jetzt auch circa 10 Folgen zeigen, wenn ich sie schon gemacht habe. Und das Ganze werde ich eben auch hier machen. Ich werde 10 Parts hochladen, höchstwahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie lang die ungefähr werden. Ich hoffe, ich komme klar mit dem Spiel. Ich habe es bereits kurz angetestet. Das war noch so ein Grund, warum ich mir nicht sicher war, ob ich es überhaupt wirklich kaufen soll. Ich habe mich dann sehr kurzfristig entschlossen, es als DLC runterzuladen. Denn das Ganze ist hier am PC und nicht in einer Konsole. Ich habe sowieso nicht die neuen Konsolen, sei es PS4 oder Xbox One. Da hat sich das Ganze eher erübrigt für mich. Und da gab es ja jetzt doch einige Querelen mit dem Spielstart, was man so mitgekriegt hat, dass die Performance unter aller Sau sein soll, etc. pp. Und dass das auf der PlayStation und der Xbox nicht wirklich gut gelaufen ist, teilweise die Framerate unter 20 runtergerutscht ist beim Spielen und solche Sachen. Und dass am Computer immer noch Performance-Probleme sein sollen jetzt. Ich habe jetzt den aktuellen Patch schon drauf, also weiß ich nicht, ob es sehr flüssig oder sehr ruckelig läuft, keine Ahnung. Ich hatte es wann ist es rausgekommen? Am 13. Da habe ich es mir dann am Nachmittag, am späten runtergeladen und kurz angetestet. Die musste ich jetzt alle löschen, die Sachen wieder. Das war ein bisschen umständlich irgendwie, damit ich nochmal von vorne das ganze Spiel zeigen kann. Mir ist da nicht wirklich was aufgefallen, dass großartige Hänger drin wären. Allerdings hatte ich das auch an meinem PC-Bildschirm gespielt, der ja eine andere Auflösung hat. Und da weiß ich nicht, ob das auch ein bisschen damit zusammenhing, dass die Grafik nicht ganz so toll aussah, wie ich dachte. Denn ich habe bereits auch schon bei anderen Leuten mal reingeguckt, wie die Grafik aussehen kann, wenn es flüssig läuft. Und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Was mir hier ganz gut gefällt, ist die Story. Die Hauptgeschichte spielt ja in Paris der französischen Revolutionszeit. Oder hauptsächlich in Paris. Dann
was hier ganz anders ist, was ich eben noch nicht so kenne, da ich ja Black Flag nicht gespielt habe, dass man ja nicht mehr mit einer anderen Person immer in die Vergangenheit reist, sondern eigentlich als man selber wohl. Und ja, und hier haben wir so alle möglichen Sequenzen aus den anderen Erinnerungen. Hier sieht man auch die Aveline, dann das dürfte Ezio sein, oder? Da bringe ich die jetzt gerade durcheinander. Hier, das ist bestimmt was. Der einsame Adler, ist das auch noch was von vom Dreier? Den Dreier, den Assassin's Creed 3, habe ich ja auch angefangen gehabt als Let's Play. Musste es damals abbrechen, weil mein Laptop das von der Performance und von ja, dem ganzen System nicht mehr mitgemacht hatte. Und ja, es war ein bisschen schade, weil den mochte ich eigentlich auch sehr. Nur der Charakter von Connor hat mir nie gefallen irgendwie. Ich glaube, das ging einigen so. Und ich glaube, der Charakter könnte mir jetzt sympathischer werden, der hier der Hauptcharakter ist. Weil die Story hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Mal schauen, ob sie das auch hält, was sie verspricht. Wir fangen jetzt endlich mal an. Langer Rede, kurzer Sinn. Ich habe das Spiel zwar angetestet, aber mit der Steuerung komme ich nie besonders gut klar bei Assassin's Creed. Also bitte nicht genervt wegdrücken, es kommt schon noch bei mir. Ich werde es noch lernen. Jacques de Molay, so. Der letzte der heldenhaften Tempelritter, war ein Mann mit Grundsätzen. Ein großer Geist von jenen Hintergangen, denen er vertraute. Erleben Sie in dieser Folge von Gefallene Helden Jacques de Molays tragische letzte Stunden, gesehen durch die Augen eines seiner engsten Freunde und seines Ratgebers. Ah ja, ein Tempelritter, alles klar. Dann machen wir das doch. Da gehen wir nochmal weiter in die Vergangenheit zurück bei dieser Sequenz, bei dieser Erinnerung. Und schauen durch die Augen eines Tempelritters wohl auf das Geschehen. Da gibt es ja jetzt auch noch Assassin's Creed Rogue. Den habe ich mir allerdings noch nicht so genau angeschaut und er soll tatsächlich jetzt auch, glaube ich, für die neuen Konsolen portiert werden. Nicht nur für die PS3. Paris, 13. Oktober 1337 war das? Ich weiß es nicht mehr genau. Schauen wir uns das mal an. Minister, ein Freund des Tempels. Florac. Der Urteilsspruch des Rats war eindeutig. Ihr seid hier nicht willkommen. Ich muss mit dem Großmeister sprechen. Er ist beschäftigt, wie die anderen. Vielleicht ein andermal. König Philipp sieht das anders. Verflucht, Mann. Na, bin ich schon im Kerker verrottet? Ich verstehe es kaum. Da fängt das Gemetzel an. Man hat uns verraten. Zieht die Schwerter. Verteidigt den Tempel. Nicht ihr, Bruder. Für euch habe ich was anderes. Kommt mit. So, wir spielen diesen Tempelritter hier. König Demolay folgen. Ja, folgen ist leichter gesagt als getan, wenn er so langsam geht. Assassinen? Ich dachte, die Mongolen hätten ihre Macht vor Jahrzehnten gebrochen. Die Assassinen sind älter als Masyaf, mein Freund. Ihre anarchischen Ideale sind ansteckend wie die Pest. Noch schwieriger auszulöschen. Hey, wart auf mich! Wir erleben den Morgen nicht. Doch halt ihr euch, retten wir den Orden. Was muss ich tun? Geht zum Turm. Nehmt Schwert und Buch. Versteckt sie. Die Assassinen dürfen sie nicht finden. Großmeister. Okay. Ja, ich gehe. Mehr oder weniger. Komm. Ich will hier einfach nur durch. Wir hacken uns mal durch die Leute. Egal ob Freund oder Feind. Das ist ja jetzt so wurscht. Kommt die Brücke! So ein Mist aber auch. Ja, wo? Wir klettern mal wie die Irren.
und machen den Parcours aufwärts. Komm, da gab es zwar eine Leiter, aber ist ja schnurzpiep egal. Wir brauchen keine Leiter, wir können auch so. So, bin ich überhaupt in der richtigen Etage? Nö, ne? Ich habe die Sequenz eigentlich schon gespielt. Blöd aber auch. Ich bin auf der falschen Höhe. Wir müssen noch ein Stück hoch. Komm. Die Steuerung hat sich ein kleines bisschen geändert seit Assassin's Creed 3. Ich weiß nicht, wie es in Black Flag war. Ob das da so ähnlich war mit dem Parcours. Mal, da ist doch was. Hallo? Wen? Mich? Muss ich jetzt runter oder hoch? Ich glaube, runter war es. Ja, oh. Sie haben den Turm gestürmt. Das ist aber schlecht. Den Assassinen töten. Mein Gott, der ist aber langsam. Warum ist er jetzt gerade so langsam? Huch. Oh mein Gott. Jetzt geh halt. Mein Gott. Die sind alle nicht so schnell unterwegs. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er? Wo? Schande. Was? Hey. Ah, der hat diese nette kleine Klinge. B, um zu parieren. Das habe ich noch nicht so ganz raus. Nein, X angreifen, komm. Ausweichen ist mit A. Ja, hoppala, das habe ich. Hey! Und komm. Na, was war das? Das habe ich nicht gecheckt. Ist das irgendwie so eine Kraft von dem oder was soll das? Ist nicht nett. Wo ist denn der? Wo ist der Vollidiot? Ah! Nein! Und komm. Also das ist ein bisschen anders. Das geht nicht mehr ganz so leicht wie im Dreier. Jawoll. Interessantes Schwert übrigens. Sieht schön aus. Und ist auch sehr kraftvoll. Was es damit auf sich hat, habe ich noch nicht so ganz kapiert. Ich habe wohl nicht so ganz aufgepasst bei den Stories mit den Tempelrittern und den Assassinen und dann den Templern später. Wenn ich jetzt hier gerade Schmarrn erzähle, tut mir das leid. Wie gesagt, ich habe hier so gefährliches Halbwissen, was das angeht. Ich fand es immer spannend, diese Geschichten um diese Tempelritter etc. und alles drumherum, aber ganz kapiert habe ich es nie. So, das Schwert wieder an seinen Platz. Fein. Auftrag erledigt. Supi. Und nu? Oh, das ist schlecht. Das ist wohl schief gegangen. Da hat alles nichts gebracht. Die Assassinen siegen halt einfach immer. Edge. Und die Erinnerung löst sich auf. 7 Jahre später. Und Clemens, hört ja mich an. Noch vor Ende des Jahres werdet ihr vor dem Richtstuhl Gottes stehen. Und ihr, König Philipp, für die schmachvolle Schändung des Tempels kann keine Bestrafung schrecklich genug sein. Ach, seid verflucht! Verflucht bis in die 13. Generation! Verflucht sollt ihr sein! Dass man noch so reden kann, wenn man schon so brennt.
gierig von den Flammen des Zorns verschlungen, fand das Zeitalter der großen Weisheit ein schmerzhaftes Ende. Die Tempelritter, einst stolze Bewahrer von Ordnung, Frieden und Erkenntnis, gab es nicht mehr. Ja, lass einen Sniffer laufen. Wenn Abstergo uns anpingt, hol mich raus. Okay. Ich habe ein Bild. Hallo. Du bist bestimmt verwirrt, also mach ich's kurz. Ja. Ich bin Bishop. Nicht wirklich, versteht sich. Aber mehr verrate ich heute nicht. Bitte hör gut zu. Abstergo will dich benutzen, um mithilfe deiner Neuronen genetische Erinnerungen zu durchforsten. Die Typen haben ihre Finger bereits in zahlreichen Regierungen, Pressekanälen und NGOs. Aber jetzt wollen sie die Kontrolle über die Geschichte. Macht dich das nervös? Dann ist gut. Mhm. Aber wir werden sie stoppen. Und ich brauche deine Hilfe. Deacon, lade Gensequenz AD16, B13, I87. Ja, ist gleich soweit. Ist klar. Das muss man noch nicht kapieren am Anfang. Zugang zu einem Satz nicht sequenzierter Erinnerungen auf den Helix-Servern. Zunächst wirst du dir eine kleine Probe ansehen, damit du verstehst, wofür wir kämpfen. Und danach kannst du selbst entscheiden, was passieren soll. Wir warten. Da bin ich gespannt. Ja, das soll jetzt auch immer wieder so sein mit diesen Gegenwartssequenzen, dass da auch noch so eine kleine Geschichte ist. Aber ich glaube, die soll nicht so groß sein. Also ich weiß es nicht. Ich habe nur andeutungsweise Sachen gelesen drüber. Wie gesagt, sehr weit habe ich noch nicht reingeschaut in das Spiel. Ich lasse mich einfach überraschen. Versailles, 27. Dezember 1776. Arno? Und wir spielen den jungen Arno, der später als Erwachsener auch schon die Hauptfigur ist. Kann ich nicht mitkommen, Vater? Nur Mut, mein Junge. Du wartest hier. Ich komme wieder, wenn dieser Zeiger ganz oben steht. Das dauert ja ewig. Nicht so lange, wie du glaubst. Und wenn ich zurückkomme, sehen wir uns das Feuerwerk an. Wenn du meinst. Und Arno? Keine Abenteuer, ja? Wieso? Ja, Vater. Ist doch sonst so langweilig, Mensch. Wie der so rausgeputzt ist. Bin ich froh, dass ich nicht in dieser Zeit gelebt habe. Die Mode war ja grauenvoll. Es gibt andere Epochen, da fand ich ja die Sachen ganz nett, aber... Ja, wer ist denn das? Ja, da muss er doch gleich hinterher, ne? Komm. Ja. Und es wird gespeichert und da steht Folgen. Dann machen wir das doch auch. Komm, fetz hinterher. Was? Wo bist du da? Und jetzt? Wohin? Huch! Entschuldigung! Och, nö. Junge, Junge. Noch das Französisch? Huch, wo? Ja, ich komm schon. Sie ist ganz schön schnell mit ihrem Kleid. Ich wette, du klaust keinen. Was, ein Apfel? Da guck mal her, wie ich das mache. So. Dieb! Leg ihn zurück! Weißt du, wenn die Strafe auf Stehlen steht? Nö. Leg das weißt du sofort das? Weg! Hab ich dich! Verdammt, Lass was zum Teufel nicht. Geht hier vor? Die sind für seine königliche Hoheit, nicht für die Identität. So. Und? Ich hab mich versteckt. Hallo? Jetzt. Was muss ich machen mit dem Mädchen sprechen? Ah, da ist das Sperrgebiet wieder betreten. Ich will auf der Stelle mit euch sprechen. Schnell, hier entlang.
Ja, wo bist du? Da bist du. Na sowas. Hast du ihre Apfelgesichter gesehen? Wir haben die Kinder. Ich bin Arnaud. Elise. Ich begleite meinen Vater. Genau wie ich. Wichtige Geschäfte mit dem König. So. Was machen wir als nächstes? Oh, was ist da passiert? Keine Bange, hier drin werden sie uns nie suchen. Was hat die eigentlich für Pflanzen auf dem Kopf? Es war meine Schuld. Ich hab den Apfel genommen. Mal sehen, wo die hingehen. Ja, okay. Dann laufen wir wieder hinterher. Herausfinden, was vor sich geht. Ja, das mache ich doch. Ich will nur nicht hier wieder jemanden anrempeln. Diese traurige Affäre eure Meinung von unserer Nation nicht beeinträchtigt. Beurteilt Nationen nach dem Charakter ihrer Verbrecher. Elise. Vater? Und ihr müsst alle barbaren. Komm her, Kind. Sofort. Vater? Was ist passiert? Oh. Der ist wohl ein klein bisschen tot. Und wer war das? Arnaud. Sieh mich an. Traurig, traurig. Fängt ja schon wieder gut an hier, Mensch. Aber wer hat seinen Vater ermordet? Der ist ja wohl ermordet worden. 13 Jahre später. Kannst du ehrlich verlieren? Also wirst du zum Dieb, du Bastard! Nur die Ruhe, Victor. Ich kam nur wegen meiner Uhr. Es ist meine Uhr. Ich hab sie gewonnen. Ja, oh nö, der hat die Uhr eingesetzt als Wette. Dies ist Frankreich. Du bist ein toter Mann. Du tust dir noch weh. Na super. Nicht das Andenken an seinen Vater, Mensch. Wieso macht er sowas? Gerade habe ich noch mit deinem Bruder gesprochen. Ido, hol die Maréchal. Warte doch mal. Ey, das fängt ja gleich immer hier mit Verfolgungsjagden an. Lass nicht rammeln lassen. Überquere Objekte. Okay. Okay. Ui, rutsch. Sehr schön. Nicht stehen bleiben, Mano. Komm. Meine Herren, bitte. Wir können doch über alles reden. Ja. Komm, renn weiter. Bitte entschuldigt, der ist mein Gott, der ist aber nicht sehr schnell. Zack, wir wollen noch hier unsere Punkte sammeln. Wiss. Rammen. Da stand gerade Rammen B. Das war etwas zu spät. Ich bring dich um. Was? Wo ist er denn? Das war der Falsche! Das muss man mir doch sagen. Wo ist er denn? Hä? Das check ich nicht. Jetzt krieg ich ja auch noch Ärger. Nee, Waffe ziehen musst du nicht. Sag mal! Hallo?
Was macht der für ein Mist? Nein! Ich will doch nur meine Ruhe! Das gibt's doch nicht! Ich will doch nur meine Uhr. Wo ist die her? Jetzt, hey, das hat aber jetzt irgendwie gegen. Also, Entschuldigung, ich habe die Taste gedrückt im richtigen Moment. Aber irgendwie ging das gerade nicht. Toll, jetzt ist er nicht mehr verletzt. Ja. Dann wollen wir mal. Hey, die schießt schon. Sag mal. Hallo? Geht's euch noch ganz gut? Komm, kletter hoch. Nein, jetzt bin ich schon wieder im Sichtfeld. Ich bin ein bisschen aus der Übung. Ne? Sag mal, gehe ich jetzt zufällig gerade zu so einem Aussichtspunkt? Könnte das sein? Kann ich hier gleich mal synchronisieren und so? Das gibt es ja auch immer noch. Ja, guck mal. Mach mal das doch mal einfach jetzt spaßeshalber. Wir haben ja jetzt nichts Besseres zu tun, ne? So. Ein Blick über Versailles. Oder? Nee. Oder ist es schon Paris? Ich weiß es gerade nicht. So. Zum Anwesen von de la Serge. Das machen wir noch. Das ist ja auch gleich da hinten. Und dann... Ah, nicht doch. Und dann beende ich diesen Part. Das geht noch genauso wie in den anderen Teilen. Das ist doch schon mal gut. So, gehen. Was ist denn das? Nein, wir halten uns jetzt mal an die Anweisung. Ah ja, und dieser Kreis hier wieder um mich rum, der gerade war, das ist wieder dieses Anonymzeichen. Irgendwie ist das die Erinnerung, die verschwimmt, oder was ist das für ein Bildproblem? Das weiß man immer nicht so genau. Ich renne mal ein Stück. Das komme ich ja nie an. So, jetzt. Und wo auf Gottes Erden hast du bitte gesteckt? Hab ich dich, du kleiner Scheißer! Nur ein kleines Missverständnis, kein Grund zu... Euer Meister beherbergt einen gemeinen Dieb. Am helllichten Tag brach er bei mir ein und stahl meine Uhr. Tat er das? Nun, die Marie-Chaussee wird sich dieser Sache bestimmt gerne annehmen. Welcher Sache, Olivier? Eine ernste Anschuldigung gegen euer Mündel, Monsieur. Er hat gestohlen! Und was, bitteschön? Warte in der Bibliothek auf mich. Immer nur Ärger. Sieh mich bitte nicht so an. Victor betrügt, wenn er Karten spielt. Das weiß doch jeder. Arno? Mit wem redest du? Mit mir, Monsieur. Du wirst dich freuen, dass Olivier die Marie-Chaussee auf mein Drängen nicht einschalten wird. Mal wieder. Je vous remercie, Monsieur. Das war jetzt das sechste Mal, das siebte. Ein anderer Zeitvertreib wäre gesünder für dich. Nun, meine Art des Kartenspiels bietet mir viel frische Luft und körperliche Ertüchtigung. Wir reden später weiter. Ich habe in der Stadt zu tun und muss Elise abholen, bevor ich anfangen kann. Elise ist hier? Nur für eine Nacht. Sie kehrt gleich morgen früh nach Paris zurück. Sie braucht Begleitung, oder nicht, wo ihr so beschäftigt seid? Es reicht, wenn einer von euch hier herumwütet. Bleib hier und sieh, ob Olivier eine Aufgabe für dich hat. Die hat er sicher. Was war das? Bitte, grüßt Elise von mir.
So, so. Erinnerung abgeschlossen. Erinnerungen an Versailles. So, das ist doch auch genau der richtige Moment, um das Video zu beenden. Ich muss mich entschuldigen, dass ich mich gerade so saudämlich angestellt habe bei der Verfolgungsjagd. Nur die Taste wollte nicht so wie ich. Trotzdem hoffe ich, es hat ein bisschen gefallen. Die Folge ist jetzt dementsprechend lang geworden. Ich hoffe, ihr schaut nochmal rein. Wie gesagt, ein paar Parts wird es noch geben. Ich bedanke mich fürs Zugucken und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.